Seien Sie alle herzlichst willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Nachdem gestern ja nicht so wahnsinnig viel passiert ist, steht zu hoffen, dass es heute ein bisschen besser wird, denn es erwarten uns einige interessante Konjunkturdaten, die für Bewegung sorgen könnten. Gestern, wie gesagt, da war nicht viel los. Der DAX, der ist in einer ganz engen Range hier marschiert. Wir sehen leichte Dollarschwäche. Der Euro konnte ein bisschen zulegen. Wir haben im Grunde wenig Impulse gestern gehabt. Das war ein Tag des Abwartens. Das könnte sich heute ändern. Wir sehen schon in Asien ein bisschen Bewegung hier. Der Nikkei knapp 1% im Plus, profitiert von einer Empfehlung von Goldman Sachs. Die sagen, okay, der Nikkei, der wird über 21.000 Punkte steigen. Das nimmt man in Japan sogar ernst und die Anleger greifen zu. Wir sehen auch steigende Kurse in Hongkong, 0,43 und 1,23 in Shanghai. Hier hat sich der Staatsrat getroffen in China, um über Maßnahmen zu beraten, die Konjunktur zu stabilisieren, fiskalische Maßnahmen, sprich man wird Steuern senken wollen und das kommt gut an hier im Reich der Mitte. Weniger gut dagegen die Lage scheinbar in Australien, der australische Index verliert 0,5%. Warum? Weil die Unternehmen pessimistischer werden für die Zukunft, weniger investieren wollen. Es sieht so aus, als würde der Investitionsboom im Rohstoffsektor damit zum Erliegen kommen und das sorgt für schlechte Laune in Down Under. Schauen wir uns mal die Termine heute an, die wir auf der Agenda haben. Da ist zunächst mal die Geldmenge und die private Kreditvergabe. Das wird interessant sein zu beobachten. Ist hier ein bisschen Erholung erkennbar in Sachen Kreditvergabe? Wie schaut es aus mit der Geldmenge? Dann haben wir 14.30 die US-Verbraucherpreise. Das wird ein echter Hingucker, denn das ist eine wichtige Kategorie für die amerikanische Notenbank. Wir haben die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und wir haben dann die Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter aus den USA. Das sind die Highlights heute und die werden Sie wiedergespiegelt sehen auf der Seite finanzmarktwelt.de. Jetzt schauen wir mal rein, wie die Lage sich im frühen Handel darstellt. Wir sehen hier den DAX, wie er gestern sich praktisch undynamisch verhalten hat, hier um die 11.200er Marke gependelt, ohne klare Richtung. Wir dürften auf diesem Level ungefähr auch reinkommen, vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Pünktchen höher, also über der 11.200er Marke, aber nicht signifikant. Es sieht so aus, als würden wir noch weiter nach oben laufen können, als wäre die Party hier noch nicht ganz beendet. Schauen wir uns mal den Dow Jones an, dann sehen wir hier 18.213 nach aktueller Indikation, ein bisschen höher als gestern noch der Dow, der Euro, der zeigt sich bei 1,1366 vergleichsweise unverändert, aber wir kommen so langsam hier weg von der 1,13er Marke, orientieren uns in Richtung 1,14, die Märkte gehen davon aus, dass wir nicht im Juni schon die erste Zinsanhebung in den USA haben werden, sondern frühestens wohl im September. Das stützt natürlich den Euro. Schauen wir uns mal Dollar-Yen an, hier relativ unverändert, knapp an der 119er Marke. Dann noch das Gold, das sieht wirklich gut aus. Wir haben hier diesen Doppelboden gebildet bei 1190. Dann gestern der Marsch in Richtung 1210, nochmal Rücksetzer in Richtung 1200. Und jetzt könnte die nächste Kerze hier nach oben kommen, 1220, erstes Kursziel, 1235, zweites Kursziel, die 1235 übrigens auch ein 38-2-Jahr-Retracement, Fibonacci-Retracement. Also das könnte durchaus gut aussehen für die Goldbullen. Da könnte heute was kommen, gilt auch natürlich für Silber. Muss aber nicht gelten für das amerikanische Crude Oil, das bei $50,60 steht, ein bisschen zurückgekommen ist. Erstaunlich, gestern ja sehr schlechte oder für Öl sehr negative Bestandsdaten. Sehr viel mehr Lagerbestände als erwartet. Öl konnte nach einem kurzen Rücksetzer trotzdem steigen. Das ist eigentlich ein nicht so schlechtes Zeichen. Also schauen wir mal, die Märkte werden heute hoffentlich ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen als gestern und ich wünsche einen guten Start in den Tag. Bis dann, ciao.